Gerade Vielsitzer neigen aufgrund meist verkrümmter Sitzpositionen zu extremen Nackenverspannungen. Und hier kann man mit ganz einfachen Übungen diesen Verspannungen vorbeugen. Luisa ist ausgebildete Fitness- und Ernährungsexpertin. Im Video zeigt sie, wie sie sich ohne viel Aufwand bei Verspannungen selbst helfen können und das in nur 5 Minuten von zu Hause aus. Hier haben wir eine Übung, die super gut für die Halswirbelsäule ist. Wir nehmen unser Kinn, das geht Richtung Achsel, und bilden dann ganz langsam und kontrolliert Halbkreise entlang der Brust und gehen eben dynamisch von einer zur anderen Seite. Empfehlenswert ist vor allem, den Oberkörper gerade zu lassen und wie gesagt die Übung ganz langsam auszuführen. Dementsprechend dann auch bei den Endpositionen die Position kurz zu halten und mal richtig reinzuspüren. Eine Übung, die gerade für Personen super hilfreich ist, die viel am Schreibtisch sitzen und aufgrund dessen zu Nackenverspannung neigen. Hierfür nehmen wir die Hände hinter den Kopf und gehen dann mit dem Kinn aktiv zur Brust und dabei gehen die Ellbogen zusammen und dann gehen mit dem Kopf wieder nach oben und die Ellbogen gehen dann wieder auseinander. Falsch kann man hier aber machen, indem man den gesamten Oberkörper einrundet und dann den Fokus nicht wirklich auf die Halswirbelsäule legt. Und deswegen ist eben darauf zu achten, dass man wirklich ganz stabil und fest im Oberkörper bleibt und die Bewegung rein aus der Halswirbelsäule kommt. Eine Übung, die man super gut zwischendurch machen kann. Dafür nehmen wir die Hände hinter den Körper, verschränken die, ziehen damit aktiv die Schultern nach unten und neigen unseren Kopf ganz langsam und konzentriert von der einen zur anderen Seite. Als kleinen Tipp, man kann die Endposition auch für eine kurze Zeit halten und dann mal ganz tief ein- ausatmen, währenddessen schön die Dehnposition spüren, dann zur anderen Seite und auch die wieder kurz halten. Bestenfalls sollte man die Übung täglich machen. Es reicht aber vollkommen aus, 5 bis 10 Minuten zu investieren und da reichen auch 1 bis 2 Durchgänge pro Übung, à 10 bis 15 Wiederholungen.